24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. Drei Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Scotty Just Brew Anywhere und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 8. Episode des YPC Bank und damit zur entscheidenden 4. Folge in der Gruppe B. Die Tabellensituation sieht rund 4 Stunden vor Abschluss des Tages so verrückt aus wie noch nie. Nur 35 Punkte liegen zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenletzten. Das ist momentan der Belgier Sami Mourib von Yuzuri, der 3 gute Hechte in der Wertung hat und seit vielen Stunden vergeblich versucht, Barsche und Zander zu fangen. Dasselbe Problem haben der 5. Herbert Ziereis von Moby Softbaits und der aktuelle Spitzenreiter Frédéric Julien von Headbanger Lures. Auch sie haben bisher nur Hechte fangen können. Shimano-Teamangler Christopher Jung tut sich nach 4 Zandern mit Hechten und Barschen schwer. Bullseye-Inhaber Markus von Euf hat dagegen schon 2 Hechte und 2 Zander. Auch ihm macht der Barsch Probleme, den in dieser Gruppe überhaupt erst ein Angler fangen konnte, nämlich Luis Mendez vom Raubfischzentrum, der mit diesem einen Barsch und 2 großen Hechten momentan auf Platz 3 liegt. Fred hat gerade eine längere Autofahrt hinter sich. Hello folks, so welcome to the last episode to this qualification round. Last episode was really cool for me because in like an hour I get a free bike, 1.5 hours. So that was intense and my plan worked. But now we changed totally the game, and then, as I mentioned it earlier in the day, we're gonna go now for Zander. I know very well this place. You might recognize the bridge behind. We are in Rotterdam. This is street fishing style. We're gonna wait for the tide. So now I'm going to fish vertical around the quay. And after, when the stream is coming up, I have some very special place where the fish used to hide. We'll see if they are still there. Let's go. Ja, wie beim Autofahren, der Fahrstil unterscheidet sich auch anscheinend von, wie sagt man dann, Fährekapitän zu Fährekapitän. Der ist sehr piano unterwegs. Darum haben wir hier fast keinen Effekt durch die Fähre. Im Normalfall, wenn sein Kollege hier arbeitet, dann strudelt es richtig durch. Jetzt weiß ich nicht, ob er auch noch ein bisschen mehr Gas gibt, wenn ein Stress kommt Richtung Feierabendverkehr, oder ob er allgemein das so entspannt nimmt. Einfacher wäre für mich, er würde ein bisschen Gas geben, dann steigen hier meine Chancen auf den Barsch rapide. Herzlich willkommen zurück, die letzte Episode Gruppe B. Ich versuche, weiter wie in der Folge zuvor, auf Hecht hier zu angeln. Ich habe hier meinen Big Fish Köder, den Fat Louie in der Farbe Carpe Nostra, aufgezogen. Und ich glaube, hier geht noch was. Also, Plan Armageddon läuft auf Hochtouren. Drückt mir die Daumen, dass wir ein paar dicke Fische jetzt noch sehen. Okay, so guys, I didn't catch anything on the canal. So I'm kind of fucked up now. I think it's over for me, but never surrender. So I will go to a harbor when I had 2 big perch following my bait during training, around 50 centimeter perch. So I really hope I will manage to catch one. And maybe I also saw some hide on top water. So maybe if they're still there, it's 10 points. So yeah, let's take it, of course. Fisch.
kein großer. Aber den brauche ich trotzdem. Richtige Luftpumpe, aber heute nehme ich alles mit. Ja! Yeah. So langsam macht's Laune hier. Der YPC. So. Das Geld ist schön nass. So, Route vorsichtig annehmen. So, wie sieht's denn hier aus? Die Hakensituation. Schauen wir mal rein. Ach, der ist schon los. Gut. So. Einmal ein kleiner Frechdachs. Aber ich bin dankbar für jeden Fisch im Turnier. 72,5. Das bedeutet ein 73er Hecht. Tabellenführung. Mit dem dritten Hecht und dem insgesamt vierten Wertungsfisch kann Luis von Platz 3 auf 1 klettern. Fred fällt damit auf Platz 2 zurück. Come on, give me a bite now, so I'm feeling better. Das gab einen Einschlag und dann ist das Ding am Boden hängen geblieben und hat einmal kurz geschlagen und ich dachte direkt, das wäre ein Fisch. Aber wir helfen hier nur ein bisschen, den Graben sauberer zu machen. Ich verzweifle noch. Okay, da steht jetzt wohl kein Hecht mehr. Zumindest kein beißwilliger. Holen wir es mal nebendran. Oh, hast du es gesehen? Da ist gerade ein richtig dicker Fisch hinterhergekommen. Man hat aber abgedreht. Oh nein. Ich fische sonst hier meistens mit einem kleinen Gummifisch oder Chickspinner und habe so schon super Barsche gefangen. Habe jetzt auf den Carolina Rig gewechselt mit einem Krebs dran und klopfe so die Steinpackungen drumherum ab oder vor den Krautkanten in der Hoffnung, dass da einer steht. Aber ich bin in Gedanken schon wieder kurz davor, die Stelle zu wechseln, weil das ist einfach so wenig Kehrwasser, so wenig Strudel, wo das hier gibt beim Anlegen und beim Abfahren, dass das kaum eine Wirkung hat. Und der ganze Fluss steht im Moment fast, ist sehr wenig Strömung. Ja, ich war sehr optimistisch, als ich hierher gefahren bin. Ich bin immer noch optimistisch, allerdings glaube ich eben, ich muss den Plan nochmal anpassen. So, yeah, I lose a little bit of time, but I really get ready and I don't expect to have pike on those spots. I think I never caught one. But I put a steel wire because I want to keep a quite thin fluorocarbon. And I'm going to fish a lot in mussels. So the problem with those mussels is that they damage very fast the leader. And if you don't retie all the time and you don't pay attention, then you're gonna broke your line on the hook set very, very often. So steel wire will prevent this and prevent a little bit from the abrasion. And since we fish a place that is with heavy stream, I expect the bite to be like boom, fast. So they are not going to think too much about it. And hopefully they're going to bite frankly. Kleiner Wurftipp noch, wenn ihr kleine präzise Würfe am Polder oder wo auch immer braucht,
benutzten Pitch. Dazu langes Pendel, ungefähr so lang wie die Rolle. Den Köder bitte hinter dem Haken halten und dann Rute nach unten loslassen und nach vorne einfach nur durchschwingen. Dadurch kriegt man einen sehr, sehr genauen Wurf hin und man kann, wenn man fortgeschritten ist, auch die Energie von einem zurückkommenden Köder nutzen und dann so einen Rollpitch machen. Also einfach die Rute aufladen, indem man, ich zeige es euch nochmal, der Köder kommt gerade auf einen zu, wir nehmen die Rute hoch, haben hier eine kreisende Bewegung und lassen ihn nach vorne los und können so eine sehr, sehr genaue Linie werfen. Ideal für so kurze und präzise Würfe, gerade am Polder. Falls ihr mehr von so Würfen sehen wollt, gerne auch mal auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da gibt es einiges davon zu sehen. Und wer das lernen will, der kann auch gerne mal auf angeltraining.de vorbeischauen und sich vielleicht so ein Baitcaster-Training bei mir buchen. Ich hab meine Hechte voll. Ja. Ja. Nice. Leute, ich bin so happy. Ich bin so, so happy. Carpe Nostra. Einfach ein Killerköder. Das ist einfach ein Killer. Das sind nochmal wichtige Zentimeter. Richtig schön. Leute, Hammer, Hammer. Jetzt wird's noch mal spannend. I'm coming. Nice. So ist er schön dran. Ja, berührt die 90. Sehr schön. Noch ein schöner 90er für mich. Hammer, Hammer. Jetzt muss ich mir einen Plan machen. Aber der kommt erstmal ins Wasser. Sehr schön. Leute, was soll ich euch sagen? So sollte es sein. So sollte es sein. Heute Morgen echt Pech gehabt. Ich hätte schon längst meine Fische haben hier können am Spot. Aber manchmal braucht alles ein bisschen länger. Jetzt muss ich mich kurz setzen, was trinken und mir einen Plan machen. Die Frage ist, ob ich darauf spekuliere, den kleinen 70er, den ich habe in der Wertung, vielleicht noch kurz abzugraden. Um ein paar Zentimeter, vielleicht noch einen 90er, vielleicht doch den Meter hier noch zu bekommen. Oder jetzt an meine Zanderstelle zu fahren, ist aber eine Stunde Fahrt. Dann hätte ich effektiv vielleicht noch so knapp 2 Stunden auf Zander. Weil bei dem Spot muss ich auch noch ein bisschen länger laufen. Dies, das, jenes. Ganz kurz einmal zur Ruhe kommen, Masterplan machen und dann wird weitergemacht. Boom. Bam. Luis kann seine Führung ausbauen und würde er die Ergebnisse kennen, wäre es vermutlich gar nicht so schwer, eine Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen. Denn beim Blick auf die Tabelle wird klar, fängt er einen maßigen Zander, sollte er bei diesen guten Fischgrößen sicher die nächste Runde erreichen. Mal sehen, wie seine Taktik nun aussieht. Ich habe gesagt, ich mache einen Wurf hier noch auf Hecht. Und dann wird das Kapitel Hecht abgeschlossen. Ich hätte natürlich gerne
bisschen größere Hechte in der Wertung. Der 70er, der stört mich so ein bisschen. Ich hatte heute die Chance auf einen dicken, heute Morgen. Aber ja, so ist Angeln. Und ich werde jetzt auf Zander losziehen. Das Problem ist nur, dass momentan es auf Zander nicht einfach ist. Fritten kann man fangen. Und eine bräuchte ich, die Maß hat. Einen kleinen Zander, der wird mir reichen, damit ich wenigstens die Full Cut habe. Aber auch die sind momentan nicht einfach zu fangen. Und ich muss sagen, im Training habe ich Zander gefangen, aber nicht viele. Und davon waren einige untermaßig. Deswegen hauen wir jetzt hier rein. Und dann habe ich vielleicht knappe 2 Stunden auf Zander. Und eigentlich Zander angeln kann ich. Es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Auf geht's, Freunde. Ich packe jetzt hier zusammen. Es sieht hier ganz schön wild aus, was ich hier veranstaltet habe. Aber so ist das. Hier wurde gearbeitet heute. Hier wurden Fische gefangen. Und der Plan ist aufgegangen. Und der Kleine, der war heute sehr, sehr gut. So, was ich natürlich auch machen muss, ist ja den ganzen Müll einzusammeln von mir. Ihr merkt schon, ich habe heute ein bisschen Red Bull getrunken. Ich bin ein bisschen drüber heute. Aber Junge, ich bin so unter Strom. Mülltüte. Zack. Ist noch ein Tropfen drin. Zack. Zack. Seht schon, ich war heute vorbereitet hier. Echt eine Menge mit ans Wasser getragen. Und am Ende wieder nur einen Köder eigentlich gebraucht. Shit. Fuck. Auf geht's. Haben wir, glaube ich, alles probiert, was wir alles drin haben in der Schachtel. Jetzt hänge ich noch ein Hielchen, habe ich gestern geschenkt gekriegt von jemandem, der hat damit alles schon gefangen. Barsche, Hechte, Zander. Schauen wir mal. Ein paar Würfe kriegt der auf alle Fälle. Haben wir genug Aufnahmen, wo ich sage, dass das nichts war. Ja, da fährt man durch halb Holland, um wieder umzudrehen. Am Ende, ja, muss man es locker nehmen. Aber es ist natürlich schade um die Zeit, die ich jetzt verfahren habe. Jetzt haben wir halt, ja, locker eine gute Stunde haben wir jetzt verschenkt mit dem Spotabendfahren. Aber jetzt geht es weiter zum nächsten. Es reicht immer noch für 2 Fische. Das ist Max. Max ist ziemlich aufgeregt, denn es ist Sommerschlussverkauf bei Hecht und Barsch.de. Ob Caps, Shirts, Sonnenbrillen oder Regenjacken. Hard- und Softbaits, Huten, Bellyboote und Kajaks. Tausende Produkte knallhart rabattiert. Nur noch heute bis 24 Uhr. Der Sommerschlussverkauf bei Hecht und Barsch.de. Guys, I see one big, big perch here on the bottom, willing to hunt something, I think. So I put my small bleak shad and try to catch it. Guys, it's huge and it's just here. I see it. It's gone. Fuck, it's gone. So bad now.
Maybe I will see another. You never know. The time I changed my lure, it was already too late. Like 20 seconds and it was gone. Hey, Sammy. Hey, man. So. So you caught something? No, now I just saw a perch in the harbor, like on my feet, man. And the time I changed my bait, it was gone. Fuck. Yeah, but when they are there, man, you should try, man. Fish. Fish on. I was on the phone with Enrico, who asked me how was the day. And it was bad, but now it's pretty good, guys. It's pretty good. It seems really good. Oh, it's a big, it's fat perch. I think it's fat perch. Oh! Guys, it's unbelievable. Unbelievable. I never saw that before. Like in this harbor like that. Unbelievable, guys. Crazy. It's crazy. I hope I catch it. Alexander was just here near the boat. Guys, never surrender. Never. Okay, let's see how long it is. It's a good one, guys. I can tell you it's a good one. I have the 71, right? Yes. 71, guys. 71 centimeters for this beauty. Let's put it back in the water directly. What a beauty, guys. What a beauty. Okay. Whoopla. Yeah, still strong, guys, even after the fight. Crazy, crazy. My day is done. I think maybe the others are catching as hell. I don't know. But I think like now I'm in a good position. We will see later. But I will continue fishing here for sure. Unglaublich! Seit fast eineinhalb Tagen kämpft Sami um Barsche und Sander und dann erwischt er so ein Prachtexemplar beiläufig beim Telefonieren. Sami wird vom letzten auf den zweiten Tabellenplatz katapultiert und für ihn sprechen nun natürlich seine wirklich guten Fischgrößen. Doch noch fehlen zwei Fische, darunter ein Barsch für eine Fullcard. Sami ist aber erstmal happy. I've never been so happy for a fish, man. Yeah, this one, incredible. Incredible, and the place also. Like that, here, never done, never fished like that. It's always for perch, always, sometimes pikes, but never a zander, and a big one. Pff, crazy, crazy, guys. Nachdem der Polder ja für mich leider nicht ganz so erfolgreich war, sind wir jetzt nochmal an einem neuen Spot. Hier habe ich im Training, oder hier haben wir im Training Hecht und Zander gefangen. Ich versuche hier einen schnellen Hecht zu fangen. Das wäre mein Wunschdenken. Vielleicht noch mit einem Zander zu verbessern. Und wenn das geklappt hat, könnten wir vielleicht noch an eine Stelle, wo ganz kleine Barsche stehen, aber die könnten gerade so maßig sein. Ich habe sehr, sehr, sehr lange keinen verwertbaren Fisch mehr gebracht. Von dem her glaube ich, dass mich mittlerweile einige überholen haben und ich rausgefallen bin. Von dem her drückt mir die Daumen und die Füße, dass hier jetzt noch mal ein schneller Hecht kommt. Den brauche ich unbedingt fürs Weiterkommen. So now the tide is coming down, but no stream. So I take the opportunity. I have a perch spot not so far away. We're gonna have a look fast. And then eventually we can come back there and finish the day. There again, hoping that the stream is coming back. Let's go.
Leider hat es bei uns jetzt nicht gekaut, wie wir es uns vorgestellt hätten. Jetzt hätte man noch einen Hecht, habe ich noch einen Hechtkontakt gehabt mit dem Köder, mit dem blauen. Der ist aber wieder nicht hängen geblieben. Also, jetzt machen wir Taktikwechsel, weil ein Hecht bringt uns ja in Wirklichkeit auch nichts. Ne? Wir brauchen auf alle Fälle einen Zander oder einen Barsch. Ich habe da jetzt noch zwei Plätze, wo wir schon Barsch gehabt haben und wo wir jetzt in der letzten Zeit und zwei Zander. Und da fahren wir jetzt hin und versuchen wir das, auch in einem zeitlichen Rahmen. Und wenn das alles nicht hier hat, haben wir dann nochmal am Niederrhein einen anderen Platz. Da können wir auch beides fangen, aber naja, bitte. Bitte. I'm really happy, but I don't know if I can be so happy because, like I told you, I don't know if the other guys are catching well or not. I have two pretty strong pikes, I think. After the first day, it was like that. My pike were the biggest. So, yeah, let's hope my Zander will be enough. Okay, now we will move. I had another follow the other day there, so we will move to the other place. And maybe I will come back here because the perch was hunting. Maybe now we scared it, so I will come back after. Wir haben gerade eben noch gesagt, ich brauche einen schnellen Hecht. Da war meine Chance und ich habe sie wieder verpasst. Also die Attacke, die ich gerade hatte, war sehr wahrscheinlich Hecht. Direkt hier vor den Füßen. Es läuft echt nicht gerade. Puh. Hoffentlich beißt er nochmal. Ich weiß nicht, ob der die Zähne gespürt hat. Ahaha, es ist doch zum Mäusemelken. Es ist zum Mäusemelken. So langsam wird das Eis dünn. So langsam wird es dünn. Aber wir geben nicht auf. Nach langer, langer Durststrecke endlich wieder ein Fisch. Das ist zwar ein Zander und zwar kein Hecht, aber das sieht aus, als wäre das eine Verbesserung. Wir messen den mal kurz und schauen, wo wir dann in der Tabelle stehen. So, dann messen wir ihn mal. Da liegt er drauf. Das sieht aus 56. Ja, das ist doch nochmal eine Verbesserung. Dann lassen wir mal wieder vorsichtig zurück. Schick mir mal bitte deinen Artverwandten. Das war jetzt ein Zander, leider kein Hecht, aber immerhin wirft er mal einen 42er aus der Wertung. Das sind also 14 cm mehr, gibt also summa summarum 18,2 Punkte mehr auf mein Punktekonto. Ich glaube, das lässt mich noch nicht ganz so gut dastehen. Ich brauche eigentlich unbedingt noch ein Hecht, aber wir gucken mal. Vielleicht steht ja neben dem Zetti auch noch irgendwie so ein Pike, der Bock auf mein Chatterbait hat. Wir probieren es weiter. Nach Ewigkeiten mal wieder ein Fisch für Chris. Und auch wenn es nicht die heiß ersehnte zweite Fischart ist, kann dieser Fisch noch ganz wichtig werden. Chris klettert auf Platz 4 und bleibt in Schlagdistanz zu Fred und Sami. Puh, so ein bisschen Drillaktion. Nach so langer Durststrecke ist gar nicht so schlecht. Aber den Hecht hätte ich trotzdem lieber. Oder einen Barsch. I will also fish with this minnow. So it's a 95 mm minnow. It's the Yuzuri Duel suspending minnow. It's really important to have a suspending minnow because right now I will be twitching between the boats and sometimes the perch and pike also are just under the boat and they need to see the bait moving and then they need to come closer, and if you go too fast, like with crankbait or something like that, sometimes you miss it. So the pose is really, really important in some conditions. Wir haben Hechte gefangen, wir haben Zander gefangen, bloß Barsch habe ich jetzt da noch nicht, der Barsch noch erst weiter unten. Aber natürlich gibt es da Barsch auch. Also
Ich fische natürlich nirgendwo, wo ich nicht alle zwei Arten fangen kann. Das ist klar, wenn ich zwei verschiedene brauche. Aber gut, den Hecht, der war jetzt auch nicht so groß, aber 75er Hecht war das ungefähr, der wo vorhin gerade noch draufgebissen hat. Den kann man natürlich auch brauchen, ist auch klar. Also in meiner Lage kann man eigentlich alles brauchen. Wir sind an der voraussichtlich letzten Stelle für heute. Da habe ich auch schon Barsche gefangen und Zander auf dieser Buhne. Allerdings war es so, dieses Jahr im Training war sehr wenig entlang der Buhnen. Ab und zu gab es mal irgendwas. Aber im Buhnenkessel drin oder in der ganzen Buhne, auch mit Spinnerbait etc., Crankbaits, alles Mögliche, war es auch nicht besser. Also Fische gab es teilweise entlang der Steinpackungen oder recht dicht vom Ufer. An der Stelle, wo wir heute den Rest vom Tag waren, hatte ich gestern Kontakt mit Barschen, habe Barsche gefangen. Darum war mein Plan, wir fahren dahin. Viel Fahrzeit, wenig andere Möglichkeiten neben diesem Gewässersystem. Wir haben tolle Spots angefahren. Ich hätte jeder einzelnen Stelle mehrere Barsche zugetraut, aber war jetzt leider nicht so. Jetzt probieren wir es hier noch. Es ist immer noch alles möglich. Am Schluss braucht es zwei Würfe. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt bald soweit ist und ich nochmal einen Biss kriege. Aber das ist halt auch eine Seite vom Angeln. Es kann laufen oder nicht. So. Mission Impossible wird gestartet. Ich habe mir gerade die Tide angeguckt. Die ist richtig beschissen jetzt. Das Wasser steht. Es ist mittags. Die Sonne scheint. Die Zander beißen nicht. Aber ich zuppel jetzt einen raus. Ich habe anderthalb Stunden Zeit, um das Unmögliche möglich zu machen. Beim YPC werden Legenden geboren und ihr seid live dabei heute, wie ich hier versuche, einen maßigen Zander zu bekommen. So, was brauche ich noch? Ein Kescher. Ein Kescher, eine Zange, die Scale, ein paar Jigköpfe, ein paar Monkeys. Einmal noch ein bisschen, haben wir noch eine Dose Dopingmittel. Heute trinke ich kein Wasser. Heute gibt es nur Red Bull. Ich brauche Herzrasen. Ich brauche Herzrasen heute. So, dann machen wir uns es hier mal gemütlich. So, bewaffnet bis auf die Zähne. Kann sein, dass ich heute hier ein bisschen tricksen muss. Das Wasser ist schön klar. Die Sonne ballert schön drauf. Deswegen muss ich ein bisschen natürlicher jetzt fischen. Ich wähle den Perchzilla zum Starten. Jetzt auf den ersten Wurf einen Zander fangen. Dann würde ich mich drüber freuen. Auf den ersten Wurf hier einen Fisch hätte ich kein Problem mit. Hauptsache ein Maß. Dann ist es Fisch! Nein! Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Ich glaub es nicht. Auf den ersten Wurf mit Perchzilla. Ich mach noch Späße, Junge. Heute werden Legenden geboren. Come on! Auf den ersten Wurf kriege ich einen Fucker drauf, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Junge. Ich war so kurz vor der Full Card. Ey, das gibt's doch nicht! Hast du das gefilmt? Junge! Ey! Verarsch mich nicht, was ist hier los? Auf den ersten Wurf. Shimano hat die innovative Flashboost-Technologie entwickelt.
Ob in Aktion oder bei einem Spin-Stop, es werden permanent Lichtreflexionen ausgesendet. Eine durch Federn im Kunstköder fixierte Spiegelfolie vibriert und erzeugt dabei diffuse Reflexionen. Selbst wenn sich der Heartbeat nicht bewegt, vibriert die Spiegelfolie weiter und blitzt auf. Sie haucht dem Köder Leben ein und triggert Raubfische zum Anbiss. Das ist Flash Boost. Look at this, 93, validate, yes. Yes! Tell me about the epic, epic catch. Man, that was total chaos. I could not put it in the net turned because I didn't deploy it. Woo, 93 on a small headbanger rib. And again, I was searching for perch, really. Man, that's luck, but I want luck for Xander now. I still have a 3/4. Let's make it. Das gab es auch noch nicht im YPC. Nach einem chaotischen und nervenaufreibenden Drill ist der Hecht eigentlich verloren. Doch Fred schnappt sich den Kescher und netzt den enttarkten Hecht doch noch ein. Er bleibt mit weiterhin 4 Hechten zwar auf Platz 3, doch die 25 cm Verbesserung könnten am Ende natürlich trotzdem den Unterschied machen. Ich muss eine Sache ändern. Ich muss einmal mein Vorfachmaterial ändern. Das ist zu dick. Bei dem Titan haben die Zander Probleme, sich den Köder schön einzusaugen.
Das ist noch gerade vom Hechtangeln ein bisschen dicker gewählt. Da werde ich mal ein bisschen runtergehen. Ein 6 Kilo Titan. Eine kleine, kurze Spitze. Weil ich hatte jetzt gerade den zweiten Zanderbiss. Und ja, da muss ich noch ein bisschen Feintuning betreiben. Ein Zetti. So. Jetzt kommt das dicke Stahlvorfach weg. Und dann kommt jetzt ein dünnes, feines dran. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Kleiner Vorfachflex. Wir haben hier unterschiedliche Stärken mit unterschiedlichen Snapgrößen. Und jetzt kommt ein Vorfach mit 7 Kilo Titan mit einem kleinen LMAB Snap in der Größe S. Alles schön vorbereitet und damit sollten auch die kleinen Zander kein Problem haben, sich meinen Köder einzusaugen. Agnes, zieh mal einen Gummi raus. Das klingt ja wieder. Vielleicht der Sog vom Schiff, dass der noch was hilft, aber ich glaube, der ist lost. Wir haben es probiert. Nichts zu machen. Ha! Würde man sagen, meine Knoten halten. Ne? Nochmal frei bekommen. Sehr geil. Auch da nochmal erwähnt, das ist immer noch diese 12-fach geflochtene, wo ich euch schon erzählt habe. Die Schnur, die demnächst von uns erscheinen wird, bin ich wirklich super zufrieden. Und ihr seht auch, was die bei mir mitmacht. Die wird jetzt leider nicht so durch Drills strapaziert im Moment, aber immerhin durch Hänger, Gebüsch und Zeugs und ist unglaublich robust, besonders wenn man bedenkt, dass es eine 12-fache ist. Schön weich, extrem glatt, fasert nicht auf, ich bin top zufrieden mit der Schnur. Wenn ein Schiff vorbeifährt, haben wir sogar ein bisschen Strömung, aber generell ist es so, dass sehr wenig Strömung in den Flüssen ist. Die, wo Tide einen Einfluss hat, klar, da haben wir immer noch die Gezeiten, aber bei dem Gewässer hat das hier an der Stelle sonst keinen Einfluss. Und dank dem Schiff wird hier überhaupt durchgespült. Sonst steht's und durch den Wind hat man eher das Gefühl, die fließt in die andere Richtung. Before leading this boat and trying to catch a perch somewhere else, I know there's perch under us because I saw one. So we'll try Nedrig. Catch a perch. Small Nedrig sometimes can work pretty well. Wo ist da ein Barsch? Wo ist ein Zander? Nirgends. Futterkorb. Fisch im Drill, ja, das war schön. Okay, guys, I know there is at least one perch under here and it's quite impossible to reach. So I will go there by myself to make better cast. And I hope it will pay, of course. Cold water, guys, cold water. Ay. It's pretty nice. I can see everything. Fuck, man, I don't see any fish around. No, I don't know where it is. She's deeper on the right, I think. Der ewige Kampf den Fisch. Oh, Gott sei Dank. Die Kante, die ist so krass. Was ist das Problem? Die Kontakte, die ich bekommen habe, waren direkt hier vor der Kante. Wir haben gerade Hochwasser. Das Wasser ist am höchsten Punkt. Ich kenne die Stelle auch, wenn bei Niedrigwasser. Und hier vor meinen Füßen ist eine richtig steile Kante. Und davor habe ich natürlich die zwei Kontakte bekommen. Und das ist hier gerade ein richtiges Spiel mit dem Feuer. Ich muss meinen Köder wirklich bis zur Kante fischen und hoffen, dass ein Fisch beißt und ich nicht stecken bleibe. So, jetzt mache ich wieder ein paar Meter. Ja, jetzt ist bitter, jetzt ist die letzte halbe Stunde angebrochen. Ja, man fühlt sich einfach total scheiße, weil überhaupt nichts funktioniert, was man überhaupt machen möchte. Aber eine halbe Stunde haben wir noch. Letzte halbe Stunde läuft. Puh, eine zähe Angelegenheit heute, würde ich sagen. Ich kann euch leider nicht allzu viele Fische präsentieren. Es tut mir zum einen sehr leid für euch,
Zum anderen bin ich hier auch selbst gerade echt am Verzweifeln. Im Polder habe ich den Hecht drauf gehabt, den ich gebraucht hätte. Dann wäre ich hier wahrscheinlich den Barsch hinterher gewesen. Ich glaube, für mich sieht es aktuell sehr, 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 sehr eng aus. Wenn ich nicht sogar schon draußen bin, was ich eher denke. Jetzt heißt es nur mal eine halbe Stunde Gas geben, werfen, 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 werfen. Und ja, einfach auf einen Lucky Punch noch hoffen. Richtig Herzrasen, nur eine halbe Stunde, ey, mit jedem Biss kann die Sache hier endlich vollzogen sein. Ist wohl nicht so schwer, die Fulka zu machen. Komm schon, ein Zetti. Ein. Komm. Bitte. That's right, we got your bike, guys. Yeah, the current is pretty strong. Impressive. Es gibt noch mal einen Köderwechsel. Und zwar hat ein Freund von mir, der Robert, mir noch einen Glücksgoofy mitgegeben. Das war tatsächlich der allererste 10 cm Goofy Prototyp, der jemals einen Fisch gefangen hat. Da haben wir den Glücksgoofy. Wenn nichts mehr geht, ja, da wäre langsam Zeit. Also berechtigt ist der Zeitpunkt auf jeden Fall. Wir sind jetzt noch mal ein bisschen weiter vom anderen Spot weg. Wir haben hier so einen halbmaroden Steg gefunden. Da sind wir gerade mehr oder minder hergejoggt. Hoffentlich wird das belohnt. Wir haben jetzt hier nur noch 15 Minuten. Puh. Komm, auf geht's. Ein Wurf noch mit der Farbe. Und dann wird noch mal gewechselt. Die Uhr tickt. Das war der letzte Versuch mit der Tubi. Es ist unglaublich. We have less than 15 minutes to go. I make one last move and came here on my spot. We have the stream, but the stream is the opposite way for the to fish really well on this one. Die letzte Viertelstunde läuft und jeder der sechs Angler kann mit einem Fisch die nächste Runde klar machen. Die drei Jäger brauchen hierfür nicht einmal besondere Größen. Chris würde ein 45er Hecht oder ein 22er Barsch reichen, Markus jedermaßiger Raubfisch und Herbert käme mit einem 45er Zander oder einem 29er Barsch in die nächste Runde. Alles andere als unmöglich. Fisch. Nur nicht abgeben. Erster Wurf mit Bugs Pumpkin. Erster Wurf mit Bugs Pumpkin. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Ich glaube, der hat kein Maß. Erster Wurf mit Bugs Pumpkin. Oh Mann, ich glaube, der hat kein Maß. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Solche Fische messe ich nie. Außer beim YPC. Oh, der sieht so aus wie der, den ich auch letztens schon reingeschmissen habe. Oh, die Skelle ist noch nass. Aber vorsichtshalber. Ein Schluck Spar. Sparblau, schadet nie. Komm schon, bitte. Den hat er sich richtig gegönnt. Pit. Ich leg mal lieber eine Box runter. Oder hier, das ist hier gerade. Es kommt auf jeden Zentimeter an. Jeden Millimeter. Leute. 45,5. 46er Zetti. 46er Zetti. Ich hab's geschafft. In den letzten Minuten. Freunde. Freunde. Vielen, vielen Dank, Kleiner. Oh. Super. I'm out. Junge.
Luis macht die Karte voll und erreicht damit die nächste Runde. Wer folgt ihm dorthin? Ein Fisch kann weiterhin alles entscheiden. I'm out. I'm out. Fünf Minuten noch zu fischen. Ich mache noch ein paar Würfe, aber ich bin durch. Ich bin fix und fertig. So guys, 2 minutes before the end. I went to this lake because I know sometimes we catch fish during the evening. But yeah, we never know. I run out of spots, so I had to find an ID. So I will just finish the day here, but I don't believe I will catch a fish here anymore. So my only hope is that the other guys didn't caught so well today, and maybe that will do the job, but I don't really believe it. So, das ist glaube ich der letzte Wurf. Was will man da jetzt noch sagen? Da kann man eigentlich nichts mehr sagen. Auch nicht, was man anders machen hätte sollen oder was, keine Ahnung. Eigentlich war der Plan super. Aber die Fische reden natürlich bei so einer Sache auch noch mit. Und das nötige Glück braucht man auch. Und anscheinend habe ich das jetzt leider nicht gehabt heute. Ja. Also einschätzen ist auf alle Fälle, dass ich auf alle Fälle nicht weitergekommen bin. Weil dann müssten ja alle genauso schlecht gefangen haben wie ich. Möglich war zwar alles, aber das schätzen wir mal nieder. Ich gratuliere mal alle, die weitergekommen sind und besser gefischt haben wie ich. Petri Heil. Und natürlich möchte ich noch mal bei meinem Sponsor Mobi Softbait für die Teilnahme da bedanken. Freue mich natürlich. Aber leider hat es nicht geklappt. Schade, schade, schade. Sehr bitter. Und im letzten Wurf 16 Uhr, das Ding ist vorbei. Wie soll es anders sein? Hat er sich verheddert gehabt. Pff, harte Nummer. Das Pre-Fishing hat sich tatsächlich bestätigt. Meine Unkenntnis in Zone 2 und Zone 3 haben sich auch im Turnier so ein bisschen wieder gespiegelt. Es war extrem, extrem zäh. Der Zanderspot, da war ich tatsächlich sicher, dass der was bringt. Alle anderen Spots waren eher so Zufallsfische im Training. Wir haben echt viel ausprobiert. Meine Karte hat über 60 Spots, die wir tatsächlich befischt haben. Aber es ist einfach verdammt, verdammt zäh aktuell an den Gewässern in Zone 2 und 3. Zumindest an denen, die ich gefunden habe. Ich hoffe für euch, dass die anderen ein paar mehr Fische präsentieren konnten, dass das ein bisschen fischreicher war. Sonst hoffe ich, dass ich euch eine gute Unterhaltung geboten habe. Vielleicht bin ich ja weiter, ich glaube es aber eher nicht. Ich sage an der Stelle vielen lieben Dank fürs Daumen und Zehen drücken. Hoffe, wir sehen uns vielleicht mal auf meinem YouTube-Kanal. Einfach Christopher Jung eingeben bei YouTube, da werdet ihr mich schon finden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis bald. Today it pays and it didn't pay. And again I fail and fail and fail for the Zander. I don't know why the stream went the opposite way. I wanted the stream to go that way. And it came very late, which will not be a problem if I get this perch. But anyway, I hope you enjoy the show and congratulations to the top three, because I'm quite sure I'm not in the top three. Will be really surprising. But it was fun. I hope you was also having fun. And I see you around. Leave in the comment some thumbs up for me, because I really feel bad that I could not deliver more than that. But that's fishing. Anyway, I enjoy everything today. And I see you soon for the YPC boat with my friend Luis. We're gonna rock it. Junge! Also ich bin heute auf jeden Fall um ein paar Jahre geältert.
mein Plan, Spots, in die ich Vertrauen habe, auszufischen, war heute die richtige Taktik. Ich bin mega glücklich, dass die Sache aufgegangen ist. Am ersten Tag habe ich nur Strecke gemacht, versucht, aktive Fische zu finden. Das ist nicht ganz so aufgegangen, aber heute mit meinem Plan Armageddon denke ich, dass ich ganz zufrieden sein kann mit meiner Leistung. Ob das am Ende reicht, das werde ich gleich erfahren bei der Siegerverkündung. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Danke fürs Daumen drücken. Ja, leider nicht. Leider nein. Das war der letzte Wurf vom YPC für mich. Schade, dass ich euch nicht mehr Fische zeigen konnte. Ich bin selber natürlich etwas enttäuscht von meiner Leistung. Hätte mir gewünscht, die Karte voll zu machen. Das wäre mein Minimalziel gewesen. Jetzt hat es leider nicht geklappt, aber die Barsche haben es mir auch echt nicht einfach gemacht. Im Nachhinein kann man immer sagen, was man anders hätte machen sollen. Ich gehe mit dem ersten Teil vom Plan nach wie vor einig. Hätte ich vermutlich nochmal so gemacht. Ich hatte unglaubliches Vertrauen in die Stelle von heute Morgen. Und ja, am Ende ging mir die Zeit aus. Leider ist es so. Ich hoffe, die anderen haben euch ein paar mehr Fische gezeigt. Das hoffe ich für euch. Für mich hoffe ich, dass die anderen heute gar nichts gefangen haben. Aber ich befürchte, es wird schon eine Full Card brauchen, um in die zweite Runde zu kommen. Wir fahren jetzt zurück in die Zentrale und dann wissen wir, wie es am Ende ausgegangen ist. Hi everyone, thanks for coming. In a moment I will announce the three anglers who will make it to the next round and are still in race to win this beautiful trophy right next to me. It were two really, really hard fishing days. Especially today, the fish were biting incredibly bad. When I followed the results during the day, it almost felt like a pike competition sometimes, because perch and zander were really off. After 3 years of disappointment and bad luck, I'm glad to announce that Mr. Luis Mendes wins this group. Felicidades! Great comeback today, big fish, full card within the last minutes. Well done. Thanks. Yeah, and then the next angler on the second place has no full card. One big zander saved his day. Félicitations, Monsieur Sami Mouhib. Yeah, so you guys can see how bad the fishing was in total. We have five anglers with four fish on the board. And four pike were enough for Frédéric Julien to make it to the next round. Félicitations. Das war's. Noch nie haben beim YPC 4 von 6 Fischen für die nächste Runde gereicht und diesmal schaffen es sogar gleich 2 mit dieser Ausbeute. Wie zuvor schon erwähnt, kann ungeskriptetes, authentisches Uferangeln auch bei den Profis an den besten Gewässern mal so aussehen. Chris, Markus und Herbert verabschieden sich denkbar knapp aus dem Turnier. Wir hoffen, sie im nächsten Jahr wiederzusehen. In der nächsten Woche beginnt die Gruppe C mit dem amtierenden YPC Bass Champion Mark Patschowski und YPC Bass Vizemeister Daniel Andriani. Vorjahresüberraschung Ton van Ham, Großfischjäger Christian Wienicke und den beiden YPC Newcomern Florian Hassenpflug und Jonas Töllner. Wir freuen uns, wenn ihr am Sonntag um 18 Uhr wieder einschaltet und natürlich über Likes, Kommentare und Support-Einkäufe in unserer YPC-Kategorie. Ciao!